das Duell. Übrigens, ich habe jetzt gedacht, ich habe mir gedacht, ich mache eine kleine Veränderung, Punkt des Thumbnails. Ich schneide jetzt nicht mehr die Charaktere aus, sondern ich nehme einfach, mache einfach einen Screenshot von dem, also von diesen, so wie die da sprechen, und schneide das aus und benutze das einfach als Thumbnail. Ich weiß nicht, ob ich die Textboxen auch hinmache. Ich hoffe, ich kriege die da noch hin. Wäre nicht schlecht. Ich fand das immer cool. Also, das ist so ein Ding, das gefällt mir immer, wenn ich da mal was, wenn ich sowas mache. Weil sonst sieht es immer so trist aus. Ich fand die bei, finde ich bei Amalur manche von den Thumbnails halt auch nicht so das Beste. Also, ich muss sagen, es gibt ihm schon so einen gewissen Charme immer, wenn ich da einfach so Sachen reinschreibe. Akiza, die auch als gefürchtete schwarze Rosenhexe bekannt war, oder bekannt ist, trat als nächstes gegen Yusei an. Direkt vor dem Kampf trat sie mit ihrem Mentor Sayer. Das ist genau der Typ, der spielt wahrscheinlich nachher in so einem Duell gegen irgendjemanden. Gegen Leo. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, was der. Ich habe keine Ahnung, wer der ist, was der damit zu tun hat oder sonst wie, in welcher Verbindung der. Ich weiß nur, dass der zu Akiza gehört, aber mehr auch nicht. Also, ja, erst bloß diese Anführer von dieser Arcadia-Bewegung, da habe ich auch keine Ahnung, was diese sind. Aber ich muss schon mal, muss mal sagen. Bei. Oh, ja, okay. Aber ich muss schon sagen. Akiza hat schon Stil, die Frau, also. Gibt auch viele Leute, die simpen auf Akiza. Ich weiß es auch mittlerweile warum. Ich hab's bloß mal so gehört. Aber ich wusste nie wirklich weshalb. Was haben wir da? Okay, Sternstaubdrache und Grümpelkrieger. Begrenzer entfernen. Begrenzer Überlastung. Weil sie gerade auf den Friedhof gelegt wird, beschwöre einen Tempokrieger. Oh. Kraft des Geistes. Das ist gefühlt so ein wie. Das ist eigentlich gefühlt wie Geta. What the fuck? Dringender Empfang. Beschwöre ein Synchro-Monster mit Monstern, die du kontrollierst, als Synchro-Beschwörung. Ein Monster hat Spezialbeschwörung von deinem Friedhof in Verteidigungsposition auf die Spielfeldseite des Gegners. Und erhöhe das. Was? Bist du. Phase und die Stufe. Schwöre ein Monster spezialisch von deinem Friedhof Verteidigung auf die Spielseite deines Gegners und erhöhe die Stufe von einem Monster, das du kontrollierst, bis zur Endphase um die Stufe des. Ah, okay. Okay. Jetzt verstehe ich's. Aber jetzt beschweren wir. Wir beschweren erstmal. Wir beschweren uns bei Tempokrieger, dass er einen schlechten Job gemacht hat. Achso, ja, das Geben und Nehmen. Dringender Empfang. Komm, Kraft des Geistes. Go, go, Tempokrieger! Ist auch so diese Öffnung, typische Veröffnung von Yusei. Mit Tempokrieger. Magischer Pflanze. Hört sich irgendwie. Ich weiß nicht, hört sich ein bisschen komisch an, tatsächlich. Ach shit, ich hab mir nichts mehr zu trinken geholt. Fuck man, muss ich nach dem Duell mir was zu trinken holen. Bei der Schadensberechnung Kampfschaden, den du erhältst aus diesem Kampf, zu null. Ein Empfängermonster vom Typ Krieger oder weniger Death von deinem Friedhof hinzufügen. Auch von meinem Friedhof, das ist schlecht. Den setze ich mal in Death. Und ich greife jetzt einfach mal mit Tempokrieger an. Kopierpflanze, ja gut. Oh, violette Hexe. Ha! Eisenschrottvogelscheuche. Die beste Karte, wenn man sie selber hat. Und Ruf der Gejagten, das ist irgendwie ein bisschen schlecht gerade. Lass ihn mal in Angriffsposition.
Ruf der Gejagten. Oh. Finstere Schlängler. Was macht der? Was macht der? Was macht der? Oh, und sie tributiert. Ah. Die Büschelamaryllis. Also noch phönixianische Star. Was diese Karte angreift, wird sie nach der Schadensberechnung zerstört. Spiel deinem Gegner so, während deiner Phase kannst du einen Monster von Pflanze aus dem Friedhof aus dem Spiel entfernen. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ruf ich jetzt nochmal Tempokrieger. Ruf ich Tempokrieger. Es macht halt keinen Sinn. Ich hätte tatsächlich rübergehen können eigentlich, wenn er sagt einmal pro Battle Phase. Könnte die violette über die violette Hexe rübergehen. Mein armes Abschirmgeschirr. Oh. Ja gut, oh, was haben wir denn hier? Setz dich Tempokrieger. Im Angriffsmodus. Battle Phase. Yeah. Was macht die? Oh, die holt, die sucht sich was raus. Okay, das geht tatsächlich nur einmal. Und das sind und in dem Zug, in dem er beschworen wurde. Okay. Dann habe ich es doch nicht falsch verstanden. Es wird geopfert für Gigapflanze. Eisenschrott, Vogel, Scheuche. Ich möchte keine weitere Eisenschrott, Vogel, Scheuche dafür benutzen. Vielen Dank. Also so langsam sollte ich mal Verteidigung ziehen. Oh, Dornenmauer. Ah, der Monsterangriffsposition, die dein Gegner kontrolliert. Ja, gut. Ja, gut. Oh nein, es ist ein Zwilling. Was macht das? Es beschwört was. Oder Pflanzenmonster. Ah, Festungskrieger, nein. Oh. Also diesen Kampf zu null, dann kannst du. Es wäre halt praktisch, wenn ich das mal könnte. Holy shit. Weil Festungskrieger hole ich mir noch nicht. Ich hole mir Festungskrieger noch nicht. Ich hole mir, wenn dann eher Tempokrieger später zurück. Yes. Ich probiere mal, wie das funktioniert. Also ich will mal gucken, wie die Karten laufen. Nicht, dass ich hier dann mega den Schaden kassiere. Schadensberechnung. Kraft des Geistes. Oh, Verteidigungsziehen. Ich kriege aus dem Kampf kein Damage. Und sie kann nochmal zwei davon beschwören. Wuhu, oder nee, einen. Bist du zwei über Donner Spezialbeschwörung von deinem Deck? Aber wieso hat er. Ach, kannst du dein. Doch! Zu null, dann kannst du deine Hand ein Empfängermonster. Ach ja, von meinem Friedhof. Uff, da war ja was. Damn it. Ein Monster als Verteidigungsposition auf deiner Spielseite.
Das ist mein Problem. Damit das funktioniert, müsste ich Stachelschrauben-Igel spielen. Ich muss den Igel opfern. Und dann setze ich geben und nehmen. Und dann gucke ich mal, wie das funktioniert. Ich will ja Stachelschrauben-Igel auf dem Friedhof haben. Aber die greift ja mit der Büschel Amaryllis nicht an. Ausrüstungsschuss. Dann aktiviere ich Verteidigungsziehen in der nächsten Runde. Weil ich möchte eine Karte ziehen. Und ich habe Bohrsynchron. Das ist schon mal gut. Und Tempokrieger. Wie kriege ich diese Karte weg? Eine Karte nur während deiner Battle Phase, wähle einen Ausrüstungsband, der ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, rüste das Monster mit der gewählten Ausrüstungskarte. Führe dann einen Kampf zwischen deinem zuvor ausgerüsteten Monster und dem gewählten Monster. Das hört sich irgendwie nicht so gut an. Mein Problem ist an der Stelle nur, ich kann halt Sternenstaubdrache nicht so beschwören. Und ich will ja Sternenstaubdrache beschwören, da was anderes ja nicht funktioniert. Und ich könnte maximal bloß Stufe 7 raushauen. Okay. Okay. Wobei ich hätte eigentlich versetzen können. Weil ich kann es ja eigentlich, ich kann es verteidigen. Ich hätte es verteidigen können. Wir sind schon bei Spielzug 21. Oh, Verstärkung für die Armee, immerhin. Kann ich aber nicht aktivieren, denn mein Feld ist voll. Komm, ich setze einfach mal Festungskrieger. Und beende meinen Zug. Mehr kann ich aktuell nicht tun. Ist. Was macht das? Also von deiner Hand oder deinem Friedhof beschwören, ja, okay. Wand des Untergangs, was macht das? Sie hatten 1000 ATK, solange jetzt die Karte offen liegt, auf dem zerstöre diese Karte, wenn dann als zweiten Endphase nach der Aktivierung, okay. Übler Dorn. Ruf der Gejagten. Was hole ich mir jetzt wieder? Abstimmgeschirr. Das ist wichtig. Nein. Das will ich nicht machen. Das will ich aktuell nicht. Spore. Ist ein Empfänger. Oh shit. Schwarzer Rosendrache. Ciao, Combo. Oh. Weil du kannst ein Pflanzenmonster von deinem Friedhof verbannen. Das gewählte
Du kannst alle Karten, wenn diese Karte als Synchro-Beschwörung beschwören, du kannst alle auf dem Karten auf dem alle Karten auf dem Spielfeld. Ja gut, ich glaube nicht, dass sie das dann möchte. Ich glaube nicht, dass das so gut ist, wenn sie alle ihre Karten zerstört. Okay. Okay, das ist dann 2-2 und das ist dann. Das sind dann trotzdem 7. Aber ich habe noch Stachelschraubenigel im Friedhof, oder? Ja. Borsynchron. Stachelschraubenigel. Sternenstaubdrache. Yeah. Endlich kann ich was tun. Voll, dass der schwarze Rosendrache keine Animation bekommen hat. Das ist halt wirklich, wirklich, wirklich Schande, Alter. Das ist Schande. Und ich kann eine Karte ziehen. Ja, zerstört schwarze Rosendrache. Was macht Spore? Wenn im Friedhof befindet, du kannst ein anderes Monster vom Typ Pflanze verbannen, beschwören sie. Okay. Ach so, ich könnte es geben und nehmen. Nein, nein, das will ich nicht. Werden annulliert, okay. Das ist alles, was mich interessiert. Wobei, sie würde den Effekt trotzdem nicht aktivieren. Sie dreht das Ding in Jeff. Okay. Ja, gut. Oh, Stimmen. Es würde mir auch mega helfen, aber ich kann aktuell nichts machen. Komm, ich beschwöre Tempokrieger in Angriff. Battleface, Effekt aktivieren. Rein in die Olga. Oh, Dornenmauer. Bam. Das ist nicht das, was ich eigentlich möchte, aber ich müsste dieses Geben und Nehmen jetzt mal aktivieren, aber ein Face, komm. Achso, nee. Ja. Heil, ich will nicht Geben und Nehmen aktivieren. Ich sehe schon, dieses Duell dauert ein bisschen länger als sonst. Battleface. Ja, heiße dich gerade Vogelscheuche. Schon, holy shit. Bald muss ich was ab. Oh mein Gott, endlich. Komm, zweiter Tempokrieger. Der, mit dem ich angreifen kann. Jetzt kommt wieder die Combo. Man kennt sie, man liebt sie. Man fürchtet sie. Oh, freaking yeah, man. Nein. Ach, holy shit. Komm, okay, Endphase. Wann geht endlich Ruf der Gejagten eigentlich? Du machst mir meinen Sternstoppdrachen nicht kaputt.
Oh, Schildkrieger. Wobei, ich könnte jetzt... Ich könnte jetzt dann die Combo machen und mir einen zweiten Sternstaubdrachen beschwören. Oh, warte. Denn ich habe diese Runde noch nicht gesetzt. Also, aktiviere ich jetzt Geben und Nehmen. Was gebe ich denn rüber? Komm, ich gebe Tempokrieger rüber. Und erhöhe die Stufe von meinem Tempokrieger. Um 2 Stufen. Hol mir jetzt Gerümpel-Synchronisierer auf die Hand. Was habe ich noch? Ich kann mir nochmal Gerümpel-Synchronisierer holen. Was lege ich dann auf den Friedhof? Okay, Abstimmgeschirr. Das ist jetzt nicht so die beste Wahl gewesen, aber gut. Immerhin. Rüste nur ein Monster, das du kontrollierst mit dieser Karte aus. Weder ein Monster, das ein Gegner kontrolliert, kann weder seinen Angriff be... Okay. Ist es nicht so das Beste? Dann kann ich noch mal eine Karte ziehen. Sternenstoppdrache. Die Dreier-Kombo. Boah, ich glaube, ich schneide die Folge. Jetzt habe ich 2 Sternenstaubdrachen. Und ich kann noch eine Karte ziehen. Ach, stimmt ja, ich kann ja gar keine Ding mehr machen. Nämlich Stimmen. Hau ich das weg. Wie sie dann auch Chef mit Death dreht. Finde ich lustig. Das finde ich echt lustig. Okay. Dann beschwöre ich jetzt die Rumpelsynchronisierer. Jo. Alter, ich recycle mein ganzes Deck. Oh, der ist sogar ein Krieger. Das ist gut. Nein, ich will doch nicht Sternenstaubdrache. What the fuck? Ich kann nur Sternenstaubdrache. Plus ein oder mehr Nichtempfängermonster. Habe ich was verpasst? Kann als Monster der Stufe 2 behandelt werden, wenn sie für Synchro-Beschwörung beschworen wird. Ja. Dann nehme ich halt einfach Geschützturm, specialisches Geschützturmkrieger, der eine Menge Angriffspunkte bekommt. Battle Phase. Also Akiza, dein Untergang ist bald nah. Nicht mal Spiegelkraft würde da helfen. Der Sternstoppdrache outet das halt einfach. Oh, da baut sich die Verteidigung auf. Die nichts mehr bringt. Oh, Turbo Booster. Hm. Es bringt mir aber nichts mehr noch was. Kannst du diese Karte von deiner Hand beschwören? Als Tribut anbieten, um ein Monster zu zerstören, das dein Gegner kontrolliert. Okay.
Übler Dawn, das wussten wir tatsächlich noch. Ja, es kriegt wieder 800 Damage. Ich muss das immer, muss bei dem Effekt bloß aufpassen, dass ich das nicht zu oft, dass ich die nicht zu oft zerstöre, damit ich halt nicht am Ende einfach tot bin. Weil Burn ist halt Burn, so. Und, naja. Man kann jemanden so auch besiegen. Oh, Verstärkung für die Armee. Was kann ich mir noch holen? Ich habe nur noch 11 Karten im Deck. Oh, Festungskrieger, ja gut. Ist der nicht ein Empfänger? Nee, der ist kein Empfänger. Okay. Warte mal. Dass dein Gegner kontrolliert, dass er in diesem Zug mit einem deiner Monster gekämpft hat. Ich hätte sogar Abstimmgeschirr eigentlich in Dinge drehen können, aber ist ja egal eigentlich. Und Sternenstaubdrache, beende dieses Duell! Ah! Akiza! Ich glaube, du hast genug Schaden für einen Tag angerichtet, Herr Fudo. Akiza kommt mit mir nach Hause. Neue Duelland, Kartenkreis. Yeah! Das Fortune Cup Battle Finale. ja gut, ich hätte einfach gesagt, wir sind jetzt bei 45. Ach komm, ich mache noch 5 Minuten, mache ich noch Booster auf. Dann habe ich 225er Folgen, dann passt das schon. Oh, wobei. Nein, eigentlich nicht. Weil das andere hat nicht so lange gedauert. Aber ich mache jetzt einfach noch eins von Jack auf. Einfach um zu gucken, was ich da so rauskriege. Finstere Käfer. Batterienrecycling. Verbündete Intelligenz. Monoceros. Das ist ein Empfänger. Mal ein bisschen gucken. Guck mal, der Unterwelt. Oh, finsterer Resonator. Ah ja. Doppelresonator. Flammenresonator. Alles Empfänger. Es erhält. Oh, 300 ATK. Doch, Kampf zerstört würde, wird sie nicht zerstört. Flammenunterwäldler. Okay. Na, ich weiß, ich habe gesagt 1, aber. Es sind dann immer ein paar mehr. Ein Puralis, der violette Pyrotil, rote Wache. Verbündete Gerechtigkeit, 1000 Arm. Wann kriege ich meinen kolossalen Kämpfer? Wann kriege ich den? Ein Flambell Uruquizas. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Super flinker Mega-Hamster. Glühender Rotdrachen-Erzunterwäldler, König des Elends. Oder König Elend, alles klar. Ein Finsternis-Drachen-Nichtempfänger, Synchromonster. Oh. Muss also mit mit Rotdrachen-Erzunterwäldler beschworen werden. Ein Axt-Drachonaut. Axt-Drachonaut. Falls diese Karte angreift, wird sie am Ende in Verteidigung gedreht. Okay. Man könnte sie auch einfach liegen lassen. Flinker Musabi. Oder? Ja. Nee, Musasabi. Der Kampf zerstört auf dem Friedhof gelegt, befüge dem Gegner 500 Schaden zu. Du kannst also bis zu 2. Oh, das ist das Gegenteil von Flinker Momonga. Er macht 500 Schaden und keine 1000 Leben. Kann nicht als Tribut für. Oh, okay. Ja, okay, dann wäre jetzt so eine Combo. Man sacrifice den halt einfach rein oder legt den einfach, der wird zerstört. Gegner kriegt Schaden. Man special 2 raus. Aus dem Deck. Und kann in der nächsten Runde dann seine große Tributbeschwörungskombo machen. Aber gut, dann hätte ich an der Stelle gesagt, bevor ich noch weiter auf Escape drücke, sehen wir nächstes Mal das Fortune Cup Finale. Bis dahin habe ich vielleicht auch gesehen, wann die sich beiden gebettelt haben. Also zumindest im Anime, weil ich will mich da jetzt nicht wirklich spoilern. Weil es nimmt natürlich die ganze Luft raus. Ich denke mal, ihr versteht mich. Und ja, dann hätte ich einfach gesagt, bewertet die Videos, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Schaut auf Twitch vorbei, da gibt es nice Streams. Und natürlich Sunbros. Praise the Sun.
Jo, und bis zum nächsten Mal.